Moinsen! Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute mal aus einer komplett anderen Perspektive, wie man sehen kann. Denn ich bin hier gerade auf Fuerteventura und einige hatten mich auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, was ich so alles mitnehme, um für unterwegs Musik produzieren zu können und beziehungsweise YouTube-Videos zu machen. Und das zeige ich euch jetzt, also mitkommt! So, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem wichtigsten Gerät an und das wäre natürlich das MacBook. So. Genau, diese schöne Tasche habe ich übrigens bei Amazon bekommen. Den Link findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Das zweitwichtigste wäre eine SSD-Festplatte, denn ohne die läuft bei mir nichts. Hier sind nämlich alle wichtigen Samples drin, teilweise VSTs und. Also ohne dieses Schmuckstück geht bei mir gar nichts. Dann das Ladekabel. Okay, als nächstes hätten wir das tolle Apollo Twin X Audio Interface. Ne, wir wollen ja auch schließlich was hören mit einem Thunderbolt-Anschluss und einem dazu zugehörigen Netzteil. Vor allem aufpassen, wenn ihr euch ein Apollo Twin Gerät kauft, ist dieses Netzteil nicht dabei. Das müsst ihr extra kaufen, also immer dran denken, wenn ihr euch ein Apollo Twin holt, immer ein Netzteil dazu bestellen. So, dann die bekannten Beyer Dynamics DT 1990 Pro Schmuckstücke mit einem schönen Adapter und eine Mini-USB Docking Station. Ich habe jetzt hier eine ziemlich günstige, aber die tut's. Da sind auch keine Verbindungsfehler oder sonst irgendwelche Störungen. Damit funktioniert es, Leute. Was natürlich nicht fehlen darf, ist mein super riesiges MIDI-Keyboard und zwar die Keystation von M-Audio. Die Tasten sind zwar doppelt so klein wie einer meiner Finger, aber man muss kreativ sein. So, ich schließe das mal kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann wäre der Musikproduktionsplatz eigentlich schon soweit fertig. Jetzt kommen wir aber mal zu den YouTube-Sachen. Für das YouTube-Equipment natürlich ein Mikrofon und zwar das Shure SM7B. Na, warum fokussiert der nicht hier? So, einfach ein tolles Teil. Macht auch genau, was es soll. Also man kann damit sogar sehr gut Rap-Aufnahmen und Gesangsaufnahmen machen. Werde ich auch ein Video zu machen, kommt demnächst. Und, ja, was heißt demnächst? Wird ein bisschen dauern, aber es kommt. Und hier ein sehr günstiges Mikrofonstativ. Ja, man kann es hier zum Beispiel abschrauben. So, und dann habt ihr eigentlich nur noch diese Platte und diesen Stift, den ihr anschrauben könnt. Ja, ist sehr praktisch, wenn man halt irgendwo hin muss und alles in einen Rucksack bekommen soll. Dann dazu den Cloud-Mikrofonverstärker. Einige sagen, dass das Ding völliger Quatsch ist und ich kann euch sagen, nö, ist es nicht, weil ich habe einige Tests gemacht und kann aus eigenen Erfahrungen sagen und auch als ich meine Gesangsaufnahmen gemacht habe oder Rap-Aufnahmen, wie man es auch betiteln mag, dass dieses Ding hier sehr viel Power hat und inklusive mit dem Apollo Twin X eine sehr geile Qualität hat. Das kommt alles noch auf meinem YouTube-Kanal, deswegen unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen wird und ja, freut euch drauf. Und natürlich auch das Schmuckstück. Meine Kamera ist jetzt keine 2.000, 3.000 Euro Kamera, aber wie ihr an meinen Videos sehen könnt, muss es ja nicht immer das teuerste vom teuersten sein. Das ist eine Sony ZV-E10. Ich vergesse mal den Namen, aber ja, da steht's doch. Genau, eine 4K. Und dazu braucht ihr auch natürlich den Camlink. Denn ohne den, ja, wird's ein bisschen schwierig, wenn ihr am Stream seid und eine gute Qualität übertragen wollt. Deshalb. Ach ja, zu guter Letzt. So, jetzt kommt nämlich mein YouTube-Licht. Ich habe eigentlich in meinem Studio zwei davon. Jetzt habe ich nur für den Kurztrip auf den Kanaren habe ich jetzt nur den hier mitgenommen. Der ist ganz einfach zu bedienen. Ihr habt hier einen Schalter. Ihr habt hier die, mein Gott, es hat verstaubt, ey. So. So, ihr habt hier die Akkulaufzeit und könnt dementsprechend dämmen, dimmen und was auch immer. Und das Geile ist, ihr könnt es halt überall anschrauben, ne? Ihr habt hier so einen Verschluss, könnt es an jedem Tisch oder sogar auch an Stühle, an Schranktüren festklemmen. Und ja, das läuft. So, und wenn das Licht dann an ist, dann ist alles tutti. Was hat er denn heute mit dem Autofokus hier? Naja, Leute, und wie gesagt, so lässt es sich arbeiten, ne? So, ihr Lieben, das war's von meiner kleinen Tour im Bereich Musikproduktion, Equipment für unterwegs. Ihr habt gesehen, es ist nicht sehr viel, aber auch nicht ganz so wenig. Der Rucksack ist auf jeden Fall schwer, also das Handgepäck wiegt natürlich einiges. Und die Sachen findet ihr alle unten in meiner Videobeschreibung, die verlinke ich für euch. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und
Unterstützt meinen Kanal, indem ihr einen Kommentar schreibt. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr so mitnimmt, wenn ihr unterwegs seid. Oder seid ihr diejenigen, die sagen, ich habe, wenn ich meinen Urlaub mache oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, will ich mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Das ist alles in meinem Kellerstudio. Ist auch okay. Diese Art von Menschen gibt es auch. Ich bin da nicht so, ich muss meinen Kram immer mithaben, denn man weiß nie, wann die Inspiration zuschlägt und bei mir schlägt sie komischerweise immer dann zu, wenn ich es nicht erwarte. Und in diesem Sinne, schöne Grüße aus Fuerteventura und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssikowski.